verstehe sonst kein Wort. Hallo ihr Lieben und ein herzlich willkommen auf den Hundelunge VR-Flat-Kanal. Wir spielen heute das gute Game Outcast. Genau, Outcast A New Beginning, also der zweite Teil vom ersten Teil logischerweise. Ich habe damals, wo ich glaube 16 war, habe ich den ersten Teil gespielt. Der hatte auch komplette deutsche Sprachausgabe gehabt, das weiß ich noch. Und die Stimme war von Bruce Willis, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Ich meine, ja. Ja, ich habe, ja, wie soll ich sagen? Ein Key habe ich jetzt nicht bekommen, also nicht, also ähnlich auf jeden Fall. Ja, gut, ihr Lieben. Ich würde mal sagen, wir machen ein neues Spiel. Ist auch komplett deutsche Sprachausgabe. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wir gucken uns das mal an, so eine halbe Stunde, Stunde. Und dann versuche ich meine Meinung darüber zu sagen. Das mache ich Ton mal wieder an. Einstellungen. Audio. So, mal Grafik mal gucken. Können wir alles durchgehen? Gut, neues Spiel. Ich würde sagen Story, weil mich interessiert die Story. Vielleicht kann man ja irgendwann mal den Schwierigkeitsgrad wieder ändern. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich drauf. Was? Wo bin ich? Ich kann nichts spüren. Wo ist mein... Hey! Lass mich gehen! So, die Ruinen der Dano-Bibliothek in der Stadt. Oh, okay. Oh, es sieht aber fett aus. Na, du kleiner süßer Scheiße. Weg ist er, tschö. Jeder andere hätte Rückgrat gebrochen, aber er macht das schon. Was für ein Sturz. Das hätte mir alle Knochen brechen müssen. Und doch bin ich unversehrt. Cool. Also die Stimme ist ähnlich wie vom ersten Teil, muss man einfach mal so sagen. Hat eine leichte Ähnlichkeit. Denkt nach, Slay, denkt nach. Wie lautet die Mission, Soldat? Okay, keine Panik. Aussetzer im Hirn sind bei Dimensionssprüngen keine Seltenheit. Wow. Mich mal ein bisschen umgucken. Ist aber schön. Das ist auch sehr teuer. Ich glaube, das kostet bei Steam 59,90 €. Kommt mir nicht bekannt vor, verdammt. Vielleicht wird die frische Luft meine Synapsen ankurbeln. Genau, Synapsen. So, verlasse den Tempel. Geht's dann hier? Wie kann ich mich an ein Wort wie Synapsen erinnern, aber nicht daran, warum ich hier bin. Cool. Muss mal ganz kurz bei OBS gucken. Okay, sieht gut aus. Hier hochklettern kann er nicht, schade. Können aber rennen. Und hüpfen wie Bekloppter. Wie komme ich denn jetzt hier raus aus den Dingen? Hey, ach da. Ja, ich hoffe, das wird so eine Uncharted-Geschichte ein bisschen. Dass ich wirklich das Spiel komplett durchspiele. Zwecks Story meine ich jetzt natürlich, nicht Gameplay. Ich hoffe und wünsche es mir. Ich hatte das Spiel zwar auf dem Schirm, aber das war mir einfach immer zu teuer gewesen. Mann, da
Das nenne ich mal Tapetenwechsel. Wunderschön. Was zum... Oh oh. Da kriegt aber jemand was ab. Da muss ich hin. Aha. Du kennst den Weg? Na, du kleiner Scheißer? Ich bin direkt sehr süß. Hinter dir, Kleiner. Niedlich. Mit dieser Alien-Technologie ist nicht zu spaßen. Hoffentlich hat dieses Schiff meine Einheit nicht erwischt. Ja, der rutscht da runter. Nee, doch nicht. Ich will gucken. Wo ist meine Ausrüstung? Bin ich gerade im Dienst? Yeah! Also hier fühle ich mich wohl, kann ich schon mal sagen. Ich kann bestimmt ein Lied draufschießen, das wäre cool. Ja, jetzt nicht so viel trinken müssen, Jung. Ja, ich komm. Okay, denk logisch. Die WFA würde einen Feldagenten nicht einfach mit leeren Händen lassen. Scheinen nicht schwer verletzt zu sein. Hoffentlich können sie... Nee, Lapta! Wow, ist schön langsam. Ich komme in Frieden, glaube ich. Du sprichst Agakamon? Ich beherrsche 14 Sprachen, aber davon habe ich noch nie gehört. Schon gut, ich spreche Agakamon, klar. Sieh dein Hemd aus. Bitte was? Zeig mir das Sokrüm-Amulett. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie sage ich das am besten? Du bist ein Mensch. Ja, gut. Du hast mir was voraus. Ich weiß nämlich nicht, welche Spezies du bist. Der Ulukai sollte die Talana kennen. Also, wer bist du? Ich heiße Slate. Commander Cutter Slate. Fingermonster! Oder bei den Jungs. Ich mache eine Trophäe aus deiner krummen Hand. Okay, kein Händeschütteln. Das war nur nett gemeint. Pass auf. Das Wort, was du gesagt hast, weckt Erinnerung. Fingermonster. Nein, das andere Ulukai. Ich habe das Gefühl, dass wir uns begegnen sollten. Laut der Prophezeiung bringt ein menschlicher Retter das Sokrüm-Amulett zurück. Darüber scheinst du nichts zu wissen. Naja, mein Gedächtnis ist kurz abgeschweift. Wo ist das Schiff, das ich gesehen habe? Die Invasoren haben die Talana versklavt und bedrohen das Land meiner Vorfahren. Ohne die Führung des Ulukai ist Adelpha verloren. Wir sind also auf Adelpha, was? Eindrucksvoll. Da klingelt auf jeden Fall was. Ich bin Leas, Anführerin der Dolothai-Wächterinnen. Die Invasoren haben gerade eine von uns entführt. Wenn die Jots mit dir sind, rettest du sie. Beweise mir, dass du der Ulukai bist. Ich erinnere mich nicht mehr an die Vorgaben. Also gut, du gehst vor, Leas. Cool. Das war ein kurzer Aussetzer, warum auch immer. Wow. Erinnert mich an diesen Film mit diesem blauen Viechern. Boah, wie ist der noch, ey? Da gab es da auch ein Spiel von. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Uns bleibt keine Zeit. Meine Dolothai-Wächterinnen haben das feindliche Schiff verfolgt. Die Eindringlinge haben den Gefangenen zu ihrem Außenposten gebracht. Mögen die Jots deine Faust leiten, Mensch. Die Faust? Du leist mir nicht mal dein Speer. Ich werde die Prüfung nicht beeinflussen. Das klingt super. Bitte sag mir, dass die Eindringlinge bloß ein paar Kokosnüsse auf mich werfen. Schnelle Boomerang-Feuerblitze, die einen umkehren. Sind das Kokosnüsse? Ja, nicht ganz. Geiler Humor. Cool.
Cool. Ich freue mich. Bis jetzt. Erreiche das Gebäude. Das ist wieder mein kleiner Scheißer, glaube ich. Da ist noch ein Scheißer. Hier sind überall kleine Scheißer. Wahnsinn. Ah, das neue Scheißerchen. Bin ja süß. Okay, dann suche ich mal diese Dolotai-Wächterin. Drücke Q zum Heilen. Ah, oben links habt ihr die Energie. Ich will mich ja hier ein bisschen umgucken, bevor ich hier irgendwo hingehe. Ist noch mehr zum Einsammeln? Wir gehen mal gucken, wie weit wir hier hin können. Er hat mich voll an Uncharted, ne? Hier so von den, mit dem Wasser her. Boah, hab ich das Game geliebt, ey. Aber das sieht hier auch echt verdammt gut aus, ne? Muss man mal so sagen. Wow. Hier ist irgendein Ei. Oder was ist das? Keine Ahnung. Jetzt sind wir komplett geheilt oben. Nehmen das mal mit zur Not, falls irgendwas ist oder so. Lieber drüber springen, da sind Stacheln dran. So, jetzt haben wir schon mal das nehme ich mit. Drei Pflanzen, das heißt, auch das ist auch noch eine. Sowas habe ich noch nie gesehen. Cool. Beeindruckende Technik. Ich sollte vorsichtig sein. Okay. Ja, hat voll was von Uncharted, ohne Scheiß. Wenn ihr euch mal das Video von mir anguckt, wo ich Uncharted gestreamt habe, ich glaube, es ist insgesamt 17 bis 20 Stunden, meine ich. Der sah auch so ähnlich aus von der Grafik her. Diese Bots haben ihre gerechte Strafe bekommen. Ob die Dolotai-Wächterin sie wohl ausgeschaltet hat? Okay, voll die Geräusche. Oh, was ist das denn? Einziges Lebewesen hier. Wie diese Invasoren wohl aussehen. Ja, eine Rüstung, geil. So ein Jetpack, glaube ich, ne? Einheitsgröße. Cool. Yeah. Ah, mit Leertaste gedrückt halten. Geil. Cool, gefällt mir. Okay, Tür ist zu. Ich sollte weitergehen. Sie muss in der Nähe sein. Cool. Mega cool, Leute. Wow. Yeah. Noch eins von diesen Gebäuden. Ich muss da rein. Mega.
Voll die Arme als Waffen, wa? Als Laserwaffen. Cool. Toll. Was jetzt? I don't know, mein Freund. Ich muss diese Tür irgendwie öffnen. Ich gucke erstmal, was das hier ist. Gucken, was wir da drin haben. Das ist fortgeschrittener als alles, was ich bisher gesehen habe. Wow! Yeah, geil! Okay, versucht es jetzt mal. Wie benutze ich das? Ah, mit STRG. Cool. Sieht wie eine Art Terminal aus. Das Schickgerät reagiert darauf. Nur bitte. Wow, nice. Mega. Also leichte Aussetzer an den Sounds hat es, das Spiel, muss man mal so sagen. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm. Ich will was ausprobieren. Kann ich hier hoch oder rüber oder... Wir lassen das lieber. Wir haben 8-mal Energie, geil. Sehr geil. Oh oh. Okay. Hat ein bisschen geruckelt, denk mal, wegen Raytracing. Ansonsten mache ich nachher das Raytracing aus. Hat der welche Waffen für mich? Nee, ne? Und der Soundaussetzer, also es dauert immer so 1-2 Sekunden, bis man dann die Musik hört. Okay. Geil. Yeah! Yeah! Cool gemacht, ey, bis jetzt. Echt. Da ist sie. Oh, was zu? Zentrale an Alpha 32, haben eine Explosion im Thermalnetz registriert. Erbitten Status. Oh nein. Nein, 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 nein. Kann ich sagen? Alpha 32, bitte kommen. Commander, werden Sie angegriffen? Bitte kommen. Menschen. Die Invasoren sind mein Volk. Geil. Es wird Spaß machen, das Leben. Hat voll die geile VR-Brille auf. Stell die auch an. Das brauchst du wohl nicht mehr, Kumpel. Yeah, ich hab endlich einen Ballermann. Yes, Baby. Geil. Endlich normale Leute. Mal sehen, ob der Scanner noch läuft. Röntgenblick. Wie cool ist das denn? Mega cool. Guck
Cool. Das sollte reichen. Geil! Mega, Leute! Wow! Yeah! Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Wo muss ich denn hin? Okay. Komm ich denn da höher? Hm. Ich hab irgendwas übersehen, Leute. Ich weiß gerade nicht, was ich hier machen soll. Ist das nicht eine Map oder so? Ich muss ja gerade auf der Karte gucken. Gibt es hier eine Karte? Kein Geld für. Hier gibt es keine Karte, krass. Kann ja schon mal speichern. Puh. Ja, jetzt habe ich ein Problem, Leute. Vielleicht hier? Nee. Komm ich denn da hoch? Weiß nicht, wo ich hin muss. Boah. Hier waren wir doch, ne? Genau, und sind wir hochgegangen. Ach, erkunde den dritten Außenposten. Wo ist der denn? Check's nicht. Muss irgendwas sein, was ich nicht gesehen habe vorhin. Aber was?
Ach, ich hab's gesehen. Ach, ich Vollhorst. Ich hab's gesehen, Leute. Da ist eine Tür. Hier rechts. Die hatte ich vorhin nicht gesehen. Ich dachte, hier wäre nur eine Scheibe. Hier hin. Genau. Oh Mann, Mann, Mann. Hab die einfach nicht gesehen, die Tür. Scheiße, Lady, ich hatte es fast. Du hättest dich nicht opfern müssen. WFA? Das ist die Armee. Warum habe ich das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen? Die WFA? Nutzt jetzt Droiden? Da ist doch kein Reden. Lol. Siehst du das? Ja? Wie schaltet man das Ding ab? Hä? Verdammter Wilder! Sprich! Gaza, meine Yonor! Falsche Antwort und falsche verfluchte Sprache. Nochmal! Was nützt du uns, wenn du unsere Sprache nicht lernst? Sir, es gab einen Angriff. Was? Wo? District 54. Kein Kontakt mehr mit den stationierten Droiden. Schickt ein Reparaturteam und aktiviert die visuelle Überwachung der Hauptanlage. Mae Lapta! Mae Ane Yosak! Bei diesem Geplapper wird einem ja schlecht! Sie verbergen etwas. Ich will wissen, was. Und bringt den nächsten Gefangenen. Oha, hat er ihn jetzt umgebracht? Arschloch. Au. Wer sind diese Leute? Warum sind sie in meinem Kopf? Warte. Ich habe schon von diesem Ort geträumt. Also, war es doch kein Traum? Ich weiß es nicht. Ich bin Vater. Daddy? Wo bist du? Hier drüben. Bleib dort. Ich komme zu dir. Wo zur Hölle bin ich? Wieder hat ein Kind. Das ist nicht fair. Ich kann doch nicht von Daddy und Mami verlassen werden. Du weißt, ich will nicht, dass du ihn Daddy nennst. Commander Slade kommt auf die Mission, um Mami und ihre Freunde zu beschützen. Dann will ich auch mitkommen. Es ist zu gefährlich, Kleines. Keine Sorge, ich bin im Nu wieder zurück. Versprochen. Das hat Daddy auch versprochen. Camilla. Ich meine Commander Slade. Tut mir leid, Mami. Ist schon gut. Ich hab dich lieb. Hat er auch gesagt. Oh, die Arme. Wäre direkt Gänsehaut hier. Puh. Camilla. Ich habe eine Tochter zu Hause. Ich kann hier nicht bleiben. Sie braucht mich. Cool. Also bis jetzt gefällt mir das sehr gut. Ohne Scheiß. Hat zwar ein paar Soundaussätze ab und zu. Und bis jetzt habe ich noch nicht die Karte gefunden. Irgendwie funktioniert die nicht oder es gibt keine, ich weiß nicht. Yeah, das da bin ich wieder. Ist alles andere als gewöhnlich.
Leas! Leas! Du, aber ich habe dich in der Explosion umkehren sehen. Ich bin zurück, keine Ahnung wie. Deine Wächterfreundin hatte leider weniger Glück. Sie hat viele Invasoren erledigt, bevor ich zu ihr konnte. Ihr Opfer macht uns stolz. Ihr Phandasma seid gesegnet. Und gesegnet sei der Ulukai. Die Prüfung war ein Erfolg. Du hast bewiesen, dass die Jots dich schützen. Yeah, Outcast, a new beginning. Yeah. Warum halten wir an? Ich brauche ein Portal in meine Dimension. Ich habe eine Tochter und... Ich habe auch eine Tochter. Und ich will nicht, dass sie leidet. Die Jots wollen, dass du die Monster beseitigst, die uns Talana unterdrücken. Hör mal, ich muss dir etwas über die Monster sagen, die euch bedrohen. Ich weiß alles über sie. Die sind giftiger als die Nekar-Pest. Wir sollten sie alle auslöschen. Ach komm, das ist etwas überzogen. Es muss auch Gute unter ihnen geben. Keiner verdient Mitleid. Sie haben meinem Volk Furchtbares angetan. Aber verzeih meinen Zorn, Ulukai. Du wolltest mir etwas erzählen? Mein blödes Gedächtnis. Ja, nach Hause? Wie komme ich wieder in meine Dimension? Nur die Almael kann diese Frage beantworten. Aber Kizar ist eine verbotene Insel. Klingt nach einem Mord für mich. Wo geht's lang? Die Insel ist von einem gewaltigen Helidium-Schild umgeben. Wir nennen ihn den Speer. Nichts kann ihn durchdringen. So wollen es die Jots. Deine Jots machen es mir echt nicht leicht, was? Vielleicht gibt es einen Weg. Die Kinder von Kizar leiden an einer rätselhaften Krankheit. Und die Almael hat die Shamas geschickt, um sie zu heilen. Sehe ich aus wie einer dieser Shamas? Nein, aber du könntest einen überzeugen, dich der Almael vorzustellen. Aber das musst du dir erst erarbeiten. Warum stellst du mich hier nicht vor? Ich wasche deine Hand und du wischst die meine? Ich werde dir gar nichts waschen. Außerdem sind Dolotai-Wächterinnen nicht länger in Kizar willkommen. Also, wo fange ich an? Im Meer ist das nächste Dorf. Frag nach dem Shamas Nemet. Verstanden. Nemet! Oh, du solltest dieses Gerät tragen, so können wir in Kontakt bleiben. Komm, Link-Synchronisierung. Synchronisierung abgeschlossen. Aber was ist mit den Invasoren? Überlass diese unidentifizierten Monster mir. Okay, habt oben einen Pfeil, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Ah, hier Minikarte. Und wie kann ich die aufrufen? Mit M? Nee. Mit Tab? Mit I? Mit Escape? Ich muss noch mal gucken, Leute. Kann doch nicht sein, dass hier keine Karte gibt. Gibt echt keine Karte. Das ist krass. Okay. Nee. Wir haben nur begrenzte Munition, sehe ich gerade. Oh! Ich glaube, die meinte. Geht nicht kaputt? Was? Okay. Ich dachte, was zum Einsammeln, aber nein.
Schade. Ist wie so ein Film, total geil. Cool. Mega, Leute, mega. Ich mag das Spiel. Ich check das hier nur noch nicht. Wie man das abbaut, ich weiß es nicht. Kann jetzt nicht ein ganzes Magazin draufballern, oder? War ich mit V? Ah, oder? Ja, mit V. Ah. Okay, mit V könnt ihr dagegen ballern. Braucht ihr nicht die Munition dafür verballern, okay. Das ist im Meer. Suchen wir Shamas Nemet. Da oben ist er. Ah, wenn ihr scannt, habt ihr auch die Umgebung im Blick. Ah, okay, cool. Wir quatschen erst mal mit denen und dann gucken wir weiter. Ja. Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich suche den ansässigen Shamas. Katagisai, ein mächtiger Jatz. Du sprichst perfektes Agakamon, die verlorene Sprache von Kasars falscher Prophezeiung. Wer bist du? Zum Glück verstehst du mich. Ich heiße Cutter Slate. Hast du vom Ulukai gehört? Ulukai? Tut mir leid. Dieser Moment ist seltsam. Ich habe seit vielen Monden kein Agakamon mehr gesprochen. Ich bin Nemet, Shamas von Emea. Sehr erfreut. Pass auf, Leas schickt mich. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich höre. Hör zu, das klingt jetzt verrückt. Aber eure Götter, also die Jots, haben mich aus einem Grund auf euren Planeten gebracht. Ich wüsste gerne, was der Grund dafür ist, damit ich zurück zu meiner Familie kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mit der Almayel reden. Nur Shamas können außerhalb von Okastok nach Kisar eingeladen werden. Und ich bin ein Shamas. Fantastisch. Dann pack deine Butterbrotdose. Wir gehen in 10. Ich habe den Ruf der Almayel vernommen. Die kranken Kinder Kisars müssen geheilt werden. Doch was kann ein Shamas tun? Der Weg nach Kisar ist lang und voller Invasoren. Du überlebst vielleicht. Doch ein Shamas würde sicher umgekehrt werden. Pass auf, wir können hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sobald wir in diesen Kisar sind, können wir auch überlegen, was wir wegen der Kinder machen. Wir? Der Speer beschützt die Insel vor allen Eindringlingen. Und die Almayel kennt dich nicht. Es tut mir leid. Die Almayel wird dich nicht empfangen. Und genau deswegen brauche ich dich, um hineinzuhuschen, mit der Almayel zu reden und herauszufinden, wie ich nach Hause zu meinem eigenen Kind komme. Du hast nämlich genau recht. Hier geht es um unsere Kinder, oder? Wenn man die Daokas reaktivieren würde, ich glaube, ihr nennt sie Portale, oder? Ist das der korrekte Agakamon-Begriff für Daokas? Wie auch immer. Die Reise von Emea nach Kisar wäre dann einfach. Wusch! Nichts weiter als 3 Atemzüge. Zu dumm, dass Häuptling Hatsu es nicht erlaubt. Die Invasoren haben nämlich unser Daoka deaktiviert.
Er will sie nicht noch mehr provozieren. Hey, die Oberschicht zu provozieren ist genau mein Ding. Ich kann helfen, euer Daoka zu reaktivieren, wenn es uns nach Kisar bringt. Dir zu helfen geht gegen den Befehl von Häuptling Hatsu. Man könnte mich als Verräter sehen, aber die Kinder gehen vor und die Talaner sind ein dankbares Volk. Wir belohnen heldenhafte Taten. Hilf uns mit dem Daoka, dann werde ich, wie sagt ihr, dein Vorhaben verfechten vor Hatsu und der Almayel. Sagt man das so? Das klingt nicht richtig. Kannst du mich heilen? Sei bereit. Mögen die Jots meine Hände führen. Cool. Bist du sicher, dass wir überhaupt einen Daoka brauchen, um nach Kisar zu kommen? Du vielleicht nicht. Aber diese alten Beine schon. Hol den Kern zurück, den die Invasoren gestohlen haben. Dann werde ich dich der Almayel in Kisar vorstellen. Cool. Ich muss jetzt los. Mögen die Jots dich segnen. Slate an Leas. Ich habe mit dem Schamas von Emea geredet. Nemeth, ist er bereit zu helfen? Ja, unter der Bedingung, dass ich das Daoka wieder aktiviere. Du wirst den Kern bergen müssen, den die Invasoren gestohlen haben. Er ist in einer Basis in der Nähe. Du warst dort? Das ist zu gefährlich für Talana. Unsere Waffen sind machtlos gegen ihre Feuerkraft. Ich werde dir zeigen, wo sie liegt. Ich bin dran. Danke, Leas. Ah, endlich. Endlich, mit Tab habt ihr jetzt endlich eine Karte. So, wähle. Immer außer... Okay. Ich denke mal, warte mal. Okay. Jetzt haben wir quasi eine Quest. Also die andere Quest. Eine neue Quest. Okay. Cool. Cool. Oh, die Frösche hier. Quack, 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 quack. Okay. Wow. Okay. In der Tat. Oh, da ist noch einer. Okay. Voll die Glimmerwürmer. Und aus wie ein Land der Raketenwürmer. Geil. Yeah, baby. Geil. Gut gemacht, also. Oh, was zum Teufel. Ah, ist dieser komische Kristall, den wir brauchen, da glaube ich, für dieses eine Ding, wo wir vorbeigegangen sind. Mit deinem Comlink stimmt etwas nicht. Hab ihn ausgeschaltet. Du, wie bitte? Was tust du da? Das haben wir von ihnen. Sicher wollen sie ihre Relikte zurück. Damit können wir verhandeln. Du weißt, wir haben dafür nicht die Erlaubnis. Ich habe nach dir gesucht. Dein Vater wartet in der Zentrale auf uns. Vielleicht geht es bei dieser Mission nicht nur um seine Wünsche, Colonel. Denken Sie darüber mal nach. Tja, so ist manchmal das Leben. Okay. Den seine Frau vielleicht? Ach, noch eine Vision. War das der Daoka-Kern, den Nemeth sucht?
Also rein theoretisch könnten wir hier alles absuchen, ne? Mach das auch mal, gucken, ob ich irgendwas finde oder so. Ich gehe mal hier hoch. Hä? Okay. Hier ist gar nichts. Nö. Yeah. Prima. Ja, Baby! Ich finde das Spiel einfach nur geil. Huh? Okay. Oh, oh ja. Neues ja. Spielzeug. Oh, wir haben ein neues Gewehr, oder was? Oh, wir haben was Neues, Leute. Hier. Cool. Ah, jetzt haben wir eine Laserwaffe. Geil. Komm ich jetzt hier ran? Ah. Okay, lieber Computer. Was passiert, wenn ich diese Tasten drücke? Einen Kern haben wir gesammelt. Und hab eine Errungenschaft bekommen. General Burham, Sie wollten uns sprechen? Du musst nicht so förmlich sein, Liebes. Nenn mich einfach Vater. Okay, Vater. Ich will, dass du den Bodeneinsatz abbrichst. Die Situation ist eskaliert. Was ist los, General? Diese Aufzeichnung kommt von der geborgenen Blackbox einer beschädigten Drohne. Hier. Ein abtrünniger Agent? Das kann nicht sein. Exakt, Colonel. Das beweist, dass die wilden Hexer sind. Sie kriechen in unseren Kopf, um uns zu verwirren. Das ist eindeutig eine Art Gestaltwandler. Geil. Bitte, Vater. Langsam wird das lächerlich. Weißt du, was lächerlich ist? Du bist Flottenvermittlerin, konntest aber noch mit keinem einzigen Gefangenen kommunizieren. Und trotzdem versicherst du mir, dass diese Primaten intelligent sind. Wir reißen ihr Land an uns. Nur weil sie uns nicht willkommen heißen, sind sie nicht gleich dumm. Hier spricht General Burham. Ich will Verstärkungskonvois bei allen Basen. Auf der Stelle. Mhm. In der Tat. Machen noch ein Hellseher aus mir. Wie auch immer. Danke für die Info, General. So, wir sollen jetzt wohl hier hin anscheinend. Guck mal auf der Karte. Mission verfügbar. Reaktiviere. Bist du jetzt wieder zurück oder was? Ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen. Ich denke mal hier. Ulukai, wie erwartet
wurde deine Anwesenheit bemerkt. Einige Talaner reden bereits über dich. Ach, wirklich? Was sagen sie denn? Denn ich kann mir keinen Reim darauf machen, was sie mir erzählen. Sie verstehen dich auch nicht. Nur die Shamas sprechen deine Sprache. Sie nennt sich Agakamon. Also nur Shamas. Ich merke es mir. Slate Ende. So, mal kurz reaktiviere das Dakota. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, Leute. Wir haben noch nicht alles freigeschaltet da. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Hab ich hier runtergefallen, verdammte Hacke. Ich hab die richtig. Also ich denke mal, dass wir die drei machen müssen noch. Diese drei Sachen hier. Schätze ich mal. Genau weiß ich es aber auch nicht. Da ist da irgendwas. Ach, das sind nur Mineralien. Okay. Komm zu Papa. Ich hab da genug. Okay. Wir müssen wohl zurück. Geht wohl nicht anders. Aktiviere ich das denn? Verstehe das irgendwie noch nicht so ganz. Waldwissen vielleicht? Nee. Oder ist das schon aktiviert? Okay, wir gehen mal weiter. Vermute, dass wir wieder zurück müssen. Aber zu 100% weiß ich auch nicht. Ah, hier oben waren wir nämlich auch noch nicht. Genau. Und auch hier sind Stein eingesammelt. Hier. Stimmt, ja. Stimmt ja. So, betritt das Daoka, um nach Isa zu reisen. Also müssen wir dieses Teleportionsding oder was? Okay. Ist voll Stargate-mäßig. Los, hol ihn dir. Nimm die Zunge weg, das kitzelt. Jetzt voll der Hund. Sitz. Ja. Braver Junge. Flauchen Hund. Was meinst du, Marion? Unsere Kleine scheint das Geschenk zu mögen. Das ist alles, worüber sie diese 2 Monate reden konnte. Das sind 8 Wochen, Slate. Wochen, Monate. Ich muss nach Costa Rica. Streng geheim. Du weißt, dass ich mich nicht melden konnte. Es ist einfach zu schwer für Camilla. Die Sehnsucht, die Fragen. Du kannst nicht einfach aufkreuzen und dann wieder auf unbestimmte Zeit verschwinden. Was willst du damit sagen? Ich soll nicht mehr kommen? Nicht so. Entweder bist du Teil ihres Lebens oder nicht.
Oha. So ist der Job, Wolf. Gerade du solltest das verstehen. Ich verstehe es auch. Also komm bitte erst wieder, wenn du die Dokumente vom Anwalt erhalten hast. Ach du Scheiße. Ja, so ist das manchmal, ne? Ich kenne das auch. Es gibt nur entweder oder, es gibt nicht beides. Also manche Sounds finde ich zu laut, manche finde ich wieder zu leise, aber das Meckern auf ganz hohem Niveau. Ich werde aber gleich aufhören müssen, ich muss nämlich zum Zahnarzt, ich habe einen Termin. Verdammt! Wo zur Hölle ist er? Was ist passiert? Du warst einen kompletten Mond lang weg? Echt? Hat sich wie Minuten angefühlt. Ich muss einen kleinen dimensionalen Umweg oder so genommen haben. Das ist also der Ort? Staub. Der Speer. Yeah! Der Speer. Wahnsinn. Aber ich zähle noch auf dich. Du erhältst dein Versprechen, oder? Jo. Es wird alles gut, Slate. Wenn er überhaupt durchkommt. Okay, es geht. Ich muss nach den kranken Kindern sehen. Die Almayel empfängt dich jetzt. Danke, nimm mit. Dank mir noch nicht, Ulukai. So, sprich mit der Almayel, ne? Heißt das, glaube ich? Ich bin aber jetzt gemein, ich weiß. Muss leider Schluss machen, Leute. Tut mir wirklich leid. Können wir sehr gerne nächstes Mal machen, falls ihr Lust und Interesse habt. Ja, könnt ihr mal kurz, wenn ihr Bock habt, unter dem Video schreiben. Weiterspielen, nicht weiterspielen. Ich mache jetzt erstmal als angezockt rein, nicht als Part 1. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Gefällt mir wirklich gut. Soundkulisse ist manchmal ein bisschen buggy. Also manchmal sind die Sounds zu laut, manchmal zu leise. Dann die zum Beispiel von der einen Sequenz in die andere. Dann dauert das 2 Sekunden oder 3, bis dann erst die Musik anfängt. Empfinde ich, als wenn ich jetzt 59,90 bezahlt hätte, als schlimm. Also das ist so. Aber da ich das ja nicht bezahlt habe, gucke ich dann überweg. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, ne? Wie gesagt. Ja, auf jeden Fall ein tolles Spiel. Deutsche Sprachausgabe, Grafik ist sehr gut. Das Waffenhandling fühlt sich gut an, wenn die Leute abschießt. Ich finde das total cool, das Game, ne? Ja, wie gesagt, ich würde mich über einen Daumen freuen. Und wenn ihr noch kein Abo habt, natürlich ein Abo. Ja, mal gucken, was so die Aufrufe und so sagen. Ob ihr Bock habt, dass ich das weiterspiele. Vielleicht mache ich die Tage auch mal nochmal eine Abstimmung auf meinen Kanal. Also auf meinen Kanal, dann unter Community. Und dann mache ich da eine Abstimmung. Dann könnt ihr nochmal entscheiden, weiterspielen oder nicht weiterspielen oder was anderes spielen. Wie gesagt, ich zock ja nur an.
und zeige euch das eine Stunde oder vielleicht auch, wenn es mich wirklich interessiert, ein bisschen länger. Ich mache ja kein Part 1, Part 2, Part 3 normalerweise, also wirklich selten. Ja, ihr entscheidet. Auf jeden Fall super geiles Game, gefällt mir sehr gut. Und ich sag mal, bis heute Abend, vielleicht mache ich noch was in VR, mal gucken. Ach ja, bis jetzt eigentlich jeden Tag was. Gut, ihr Lieben, bis dann, euer Hundelung VR. Ciao. Thank you.